Willkommen bei Medizinmensch. In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr selbstständig professionelle medizinische Informationen erhalten könnt, die aktuell, wissenschaftlich fundiert und kostenfrei sind. Dieses Video richtet sich an Personen, die zu detaillierten und tiefergehenden Informationen zu medizinischen Themen interessiert sind und in der Lage sein wollen, diese Informationen selbstständig zu finden. Für den Fall, dass euch zu viel Informationen eher überwältigen, empfehle ich euch stattdessen mein Video, wie ihr einen guten Arzt findet, mit dem ihr eure medizinischen Probleme oder Fragen besprecht. Doch für den Fall, dass ihr gerne selbstständig an diese Informationen gelangen wollt, hier sind meine Tipps. Das Video ist zum Mitmachen gedacht. Das heißt, wenn ihr mögt, öffnet doch einfach ein zweites Browserfenster und arbeitet mit mir mit. Die umfangreichste Datenbank medizinischen Wissens ist frei zugänglich und nennt sich PubMed und kann erreicht werden unter pubmed.gov. Hier ist das Webseiteninterface. Sagen wir, ihr wollt ein generelles Thema euch über einen Überblick verschaffen. Bei mir ist das die Krankheit Myasthenia gravis für eine mögliche neue Folge. Ein guter Start ist es dann einfach, diesen Begriff einzutippen und einfach mal schauen, wie viele Treffer man da bekommt. Und ja, Volltreffer, also bei Myasthenia gravis gibt es Unmengen an Informationen. PubMed liefert uns fast 20.000 Resultate, die ihr hier seht. Das bedeutet, wir haben einfach eine große Auswahl an Informationen und können die ja, für uns Beste jetzt nach weiteren Kriterien raussuchen. Eine gute Strategie, wenn man jetzt sich erstmal einen Überblick verschaffen will über ein Thema, ist es, nach Review-Artikeln zu suchen. Und PubMed hat hier so eine Filterfunktion. Man kann nach Arten von Artikeln suchen. Es gibt verschiedene Arten von wissenschaftlichen Artikeln. Ganz einfach gesagt, Review-Artikel dienen dazu, die vorhandene Literatur aufzuarbeiten und zusammenzufassen und einen guten Überblick zu einem Thema zu liefern. Das heißt, es ist genau das, was wir suchen. Also wir können das jetzt auf Review-Artikel beschränken und das schränkt dann schon mal unsere Treffer ein auf 2550, immer noch jede Menge. Dann sehen wir hier auch im Zeitverlauf, wie man es erwarten kann, ist die Anzahl der publizierten Artikel in jedem Jahr quasi gestiegen. Das heißt, wir können uns jetzt auch noch die letzten paar Jahre, vielleicht die letzten 10 Jahre raussuchen, 2011 bis 2021. Und wir haben immer noch mehr als 800 Treffer, 826 Resultate. Das ist immer noch jede Menge Auswahl. Und PubMed ist Englisch und die Abstracts, die hier gelistet sind, sind auch Englisch. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch deutsche Artikel finden kann. Also wenn ihr lieber einen deutschen Artikel sucht, ihr könnt es machen, indem ihr einfach eingibt German und dann in eckigen Klammern LA für Language. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Und ihr seht immer noch 97 Artikel auf Deutsch werden gefunden. Hier zum Beispiel Nervenarzt 2019 über Myasthenia gravis. Ich habe schon mal drauf geklickt. Und wenn ihr hier diese eckigen Klammern seht, dann bedeutet das, dass dieser Artikel nicht auf Englisch ist. Und wundert euch nicht, wenn ihr jetzt hier draufklickt, das Abstract ist halt von der amerikanischen Behörde. Das heißt, die Abstracts sind trotzdem auf Englisch, aber der Artikel ist deutsch. Und der ist hier auch verlinkt. Ich klicke mal drauf. Ja, und hier ist schon mal von Wolfgang Mülges und Guido Stoll ein Artikel über Myasthenia gravis, also ein Fachartikel aus dem Jahre 2019, der eine Übersichtsarbeit darstellt und hat gewisse Lernziele. Also man kann sich da schon gut drüber informieren. Ihr seht den Hintergrund, Epidemiologie, also das werde ich mir auf jeden Fall durchlesen und das wird einfach ein gutes Hintergrundwissen vermitteln. Das ist noch kein bestimmtes Fachwissen, aber es ist auf jeden Fall ein guter Start. Wenn man jetzt mit der Sprache nicht vertraut ist, braucht das natürlich einige Zeit, weil es sich um eine Fachsprache handelt. Das bedeutet, es ist ein bisschen wie eine Fremdsprache lernen. Das heißt, wenn ihr eine neue Sprache lernt, braucht ihr am Anfang natürlich auch sehr lange, um ein Zeitungsartikel zu lesen beispielsweise, aber je mehr ihr das macht und je mehr ihr das übt, desto schneller wird es gehen, desto einfacher wird euch das fallen. Also das empfehle ich euch auf jeden Fall, wenn ihr medizinisch interessiert seid.
Wie ihr sehen könnt, hat PubMed also eine Menge auch an deutschen Artikeln. Für den Fall, dass ihr mit der englischen Sprache vertraut seid, empfehle ich euch aber auf jeden Fall auch nach englischen Artikeln Ausschau zu halten, weil diese meist aktueller sind und einige Artikel auf Deutsch einfach noch gar nicht vorhanden sind. Kommen wir mal zurück zu unserer ursprünglichen Suchanfrage, einfach nach Myasthenia gravis. In einem Fall wie hier, wo eine große Menge an Treffern erscheint, haben wir natürlich die Möglichkeit, das noch stärker einzugrenzen. Und eine gute Möglichkeit, das zu tun, ist, nach klinischen Journalen zu suchen. Das bedeutet eben nach Journalen, wo es um Myasthenia gravis in Patienten geht und jetzt nicht vielleicht um die neuesten Forschungsergebnisse in irgendwelchen Tiermodellen oder in der Grundlagenforschung. Und auch das auf Journale zu beschränken, die einen hohen Impact haben, also sehr etablierte Journale. Und die Möglichkeit, das zu machen, ist mit folgendem Befehl. Also am Ende des Suchbefehls, hier Myasthenia gravis, einzugeben Bindestrich und dann J-Subset AIM, also Journal, J für Journal und dann Subset, dann AIM. Und wenn ihr das macht, reduziert sich das Ganze ziemlich ungemein. Sind jetzt noch 164 Treffer und der allererste hier an der Spitze ist auch schon eine internationale Konsensus-Guideline, also eine Behandlungsrichtlinie für Myasthenia gravis. Das bedeutet eben die brandneuesten Empfehlungen von allen Experten. Und wenn wir dort draufklicken, sind es auch gute Nachrichten. Also es ist auch ein Open Access. Das heißt, wir können hier wieder auf den Link klicken. Wenn wir es machen, können wir hier diese ganzen Guidelines sehen. Wir sehen ja hier als PDF, kann man jetzt runterladen. Ist natürlich trocken zu lesen, ist nicht einfach, aber es ist sehr umfangreich und sehr gute Information. Wirklich das Allerneueste, was von Experten zur Behandlung dieser Krankheit empfohlen wird. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass der von uns favorisierte Artikel aber nicht frei zugänglich ist. Hier ist ein Beispiel davon. Ich habe hier mal gesucht nach Lupus und den Artikel, den ich gerne sehen würde, ist Systemischer Lupus Erythematosus von George Tsokos im New England Journal of Medicine aus dem Jahr 2011, also schon etwas älter, aber sicher ein sehr guter Artikel. Und leider ist für den Artikel kein Abstract vorhanden. Und das New England Journal of Medicine hat diesen Artikel auch nicht frei zur Verfügung, sondern man kann leider nur die ersten drei Zeilen erkennen. In solchen Fällen gibt es manchmal aber doch die Möglichkeit, diesen Artikel zu bekommen. Also eine Möglichkeit ist oft, die Kontaktinformation des Autors ist normalerweise angegeben. Und viele Autoren, wenn man sie fragt, und die Situation erklärt, warum man den Artikel braucht, haben das Manuskript dieses Artikels und sie haben die Rechte an diesem Manuskript. Oft sind sie sehr geehrt oder freuen sich, dass Leute ihre Artikel lesen wollen und stellen die dann kostenlos zur Verfügung, weil sie verdienen auch kein Geld mit den Artikeln. Andere Möglichkeit ist es, in einer medizinischen Bibliothek nach diesem Artikel zu suchen. Diese medizinischen Bibliotheken haben normalerweise Zugriff auf derartige Journale. Sicher auf das New England Journal of Medicine. Anhand der PubMed-ID ist es dann auch sehr einfach, einen bestimmten Artikel wiederzufinden. Für den Fall, dass euch dieses Prozedere zu aufwendig ist oder die Artikel zu kompliziert, gibt es noch eine Alternative. Und das ist ein Service wie UpToDate. Ist nicht kostenfrei, sondern ist kostenpflichtig. Es gibt allerdings die Möglichkeit, für gewisse Patienteninformationen kostenfrei Zugriff zu erhalten. UpToDate hat auch seit einiger Zeit eine deutsche Webseite, die man als Patient teilweise kostenfrei benutzen kann. Allerdings ist leider nur das Interface auf Deutsch und die Artikel sind häufig noch auf Englisch. Aber eine gute Sache ist hier dieses Feld. Den genauen Link habe ich in der Beschreibung des Videos, der ist etwas komplizierter. Aber hier, wo es Search Patient Content sagt, können wir jetzt auch nach Informationsmaterial suchen. Zum Beispiel sagen wir Rheumatoide Arthritis. Und wenn wir das hier eingeben, kommen wir zu sehr viel Bildungsmaterial.
Also das ist jetzt von Fachleuten für Patienten geschrieben. Zum Beispiel Rheumatoid Arthritis und Schwangerschaft, Rheumatoid Arthritis Symptome und Diagnose. Also wenn ihr darauf klickt, ihr seht auch genau, welcher Experte das geschrieben hat, wer dafür verantwortlich ist, wann es zuletzt aktualisiert worden ist. Und hier sehr viele Informationen auf relativ einfache Art und Weise geschrieben. Ist leider Englisch, aber wenn ihr das Englisch nicht mögt, Google Translate funktioniert sehr gut. UpToDate hat auch einen sehr guten Bereich für medizinisches Fachpersonal. Wenn ihr in diesem Bereich Zugriff haben wollt, ist es kostenpflichtig. Für Patienten verlangen sie zurzeit $30 für eine Woche Zugriff. Also es ist nicht billig, aber kann unter Umständen interessant sein, wenn ihr wirklich schneller, wenn ihr Zeit sparen wollt, weil die Methode mit PubMed ist halt die gründlichste, aber doch die zeitaufwendigste. Wie gesagt, man muss UpToDate aber nicht haben. PubMed ist genauso gut oder hat bessere Informationen, ist halt nur sehr viel mehr. Jetzt interessieren mich natürlich eure Tipps zum Finden von medizinischen Informationen. Schreibt einen Kommentar mit euren Tipps oder wenn ihr Fragen habt und ich werde sie beantworten. Und abonniert den Kanal und erhaltet auch in Zukunft weitere Videos zu interessanten medizinischen Themen und Informationen, die euch helfen, Medizin besser zu verstehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Medizinmensch.